Ja, huhu, hier wieder beim Koali und beim Lestrak Tag. in der Secret World und wir wünschen euch ein frohes Weihnachtsfest. Ho, ho, ho. Ho, 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 ja, genau. Deswegen habe ich auch zumindest schon mal ein schön weihnachtliches Outfit an. Und der Lestrak wird von meinem neuen Pet ignoriert. Ja, Frauen halt. Ja. Dafür dürft ihr ihren Namen geben. Vielleicht hast du den falschen Namen gegeben. Ich finde Annabelle Annabelle soll die gut. heißen. Sie ist doch die Annabelle. Erfinderin der Atombombe, oder nicht? Du fragst mich Sachen so früh am Morgen. Ach komm, so Ja. früh ist es auch nicht. Es ist Feiertag und ich konnte ausschlafen, also es ist früh am Morgen. Okay. Ja, ich konnte auch ausschlafen. Und ich habe mich voll erschreckt, weil ich, als ich aufgewacht bin, war es dunkel. Und ich denke mir so, oh nein, ich habe den ganzen Samstag verpennt, aber es ist 5 Uhr morgens. Nee, heute ist Freitag, ne? Heute ist Freitag, ja. Oh, ich habe mich voll durcheinander gebracht gestern. Ja, falls euch die gute Terra fehlt, ja, uns auch. Irgendwo ist sie hier nicht. Ich kann keine sexistischen Andeutungen mehr machen. Direkt auf eine Person, mit der ich rede. Kannst sie schon machen, aber macht nicht so viel Spaß. Ja, stimmt. Ich mochte immer dieses Hin und Her, das Ball immer hin und her werfen. Also Terra, falls du das siehst, Schäm ich, dich! nein, komm wieder zurück. Da ist ein Rentier hinter uns. Laufen wir ihm hinterher? Nein. Ich Rentier? habe auch einen neuen Sprint hier, den kriegt man, wenn man Leute beschenkt in der Secret World. Ein Regenbogen. Ja. Es ist ein fucking Regenbogen. Ja, aber der sieht doch cool aus. Ich finde den Regenbogen cool. Ja, mir kommt gleich einer aus dem Mund. Ja, und wir wollen heute mit euch zusammen mal die Weihnachtsquests abchecken. Und die haben hier nämlich einen von Francis eine Mitteilung. Sie wurden von einem Mitglied unseres Ensembles zur Premiere von Die Zauberflöte, eine Oper in zwei Akten von Amadeus Mozart, eingeladen. Das Stück wird in den kommenden beiden Wochen im Londoner Albion Theater aufgeführt. Informationen zum genauen Sitzplatz finden Sie an der Kasse. Also gucken wir doch mal, wo ist denn das Theater überhaupt? Mal auf die Minimap gucken. Wo ist das Theater? Da hinten, beim Park. Ah, stimmt, da war ich schon mal mit Villainischen Terror. Im Theater? Ja. Aha. Dort wollten wir eine Aufführung machen. Ah ja. So. Jetzt können wir uns eine angucken anscheinend. Ja, dauert nur eine Stunde bei mir wieder. Ach nee, der geht ganz schön schnell. Hast du keinen neuen Computer zu Weihnachten bekommen? Nein, ich bekomme bald ein Verbindungskabel für eine neue Grafikkarte. Weil ich habe schon eine neue hier liegen. Schon seit einer ganzen Weile, aber naja. Annabelle ist ziemlich gelangweilt. Naja. So, einmal hier. Oh, da haben wir. Okay, der sagt uns gar nichts. Wir müssen jetzt nur gucken, wo wir sitzen. Wo sitzen wir denn? Aha. An ihrem Platz in Freunde und Familie auf Beginn der Vorstellung warten. Okay, Freunde und Familie. Aha. Was machen wir jetzt eigentlich so ohne Tank hier? Das ist voll schlimm. Ich habe schon das Tank equipped an. So, dann ist ja irgendwie. Ah, man kann sie hier hinsetzen. Ich sollte vielleicht gleich mal den Ton wieder lauter machen. Ich werde gerade angerufen. Schnell den Ton lauter hier, während der hier quatscht. Sieh dir das an. Jetzt, wo sie glaubt, unbeobachtet zu sein, starrt sie mir direkt auf den Hintern.
Wieder typisch Frau. Oh, eine Aufführung. Das Warten ist immer das Schlimmste. Wie ich mich umgucke, so. Sehen die etwas, was ich nicht sehe? Ah. Ah, Phönizier. Warum habe ich einen Feuerball in der Hand? Ja, weiß ich auch nicht. Ich meine, okay, ich habe ein Bild mit Elementarmagie. Tötet die Phönizier. Ich habe sogar recht, dass die das sind. Ja. Da können wir mal den Uniformen sehen, oder? Ja. Mit einem Auftrag rechts. Ja. Als ich das mit meinem anderen Charakter das erste Mal gemacht habe, hier war ich auf einer Heal-Tank-Skillung, die keinen Schaden macht. Das hat Ewigkeiten gedauert, bis die weg waren. Ja, das kann ich mir echt gut vorstellen. Angriff der Phönizier überleben? Ich glaube, das ist nicht wirklich ein Problem bei uns. Nee. Ich meine, wir sind ja OP bis zum geht nicht mehr. Chaos und Schwert. Interessante Kombo. Ja, ich mag den. Ach, hier ist noch einer. Ich habe den gar nicht gesehen in deinem ganzen Effektwirbel da. Es tut mir leid. Ich weine später. Ja, wir sollen überleben. Wahrscheinlich kommen da jetzt mehrere Wellen. Oh, ich hasse Schrotflinten dermaßen. Hast du nicht selber auch eine? Ja, das ist was anderes. Die nerven mich ja nicht. Loot! 345 Pax Ramona. Wow! Yay! Ah, auf die Bühne. Davon kann man sich noch nicht mal einen Teleport in Transsylvanien leisten. Oh, sie sind tot, Jim. Ah, hier ist Wissen. Renzo, scheiße. Sie sind hinter mir her, die Phönizier. Hab nicht viel Zeit, hab wohl zu tief gegraben. Ich schicke dir die Kontaktdaten eines Agenten. Und da kommt so eine schöne Spiegelung. Aus den Akten des Rates. Ah. Scheint gut zu sein, vielleicht sogar vertrauenswürdig. Ich schick dir mein Notizbuch. Keine Ahnung, wem ich im Rat trauen kann. Kontaktiere diesen Agenten. Die Phönizier werden auch auf dich Jagd machen. Tut mir leid, sorry. Ich hoffe, die reden nicht von uns. Weil ich bin alles, aber vertrauenswürdig nicht. Oh, hier gibt's noch Informationen. Freimaurersymbolik. Zauberflöte? Ah, ist für Verschwörung hier. Wow. Schon wieder? Ja, das ist ja... Die Mana-Flasche. Mana di San Nicola. Und eine Flöte. Damals im Ferienlager? Du redest von American Pie, ne? Richtig. Ich hab's gleich verstanden. Ah, ich muss aber sagen, das waren echt gute Filme. Zumindest der erste war gut, ja. Ich fand die anderen, ja. Zweiten fand ich emotional gut. Da dachte man noch, dass es sowas wie ein Happy End gibt. Es gibt immer ein Happy End. Aber die Russin war echt heiß da. So.
glaube, ich schaue mir nachher mal American Pie an. So als Weihnachtsfilm, yay. Yeah. So, jetzt müssen wir zur Venedig-Bibliothek. Da war ich, glaube ich, mit Eukalypter noch nie. Mit Eukalypter? Doch, warst du schon mal. Ja? Ja, wir hatten euch einmal zum Szenario eingeladen. Da hast du gesagt, du hast Eukalypter und ausprobieren, ja, können wir einmal. Das ist eine Aber noch nicht im Let's Play. Das ist eine Nebenquest. Überreste steht da. Ja, die können wir ja später machen. Oh. Oh, Garfa, das wird nur wieder eine ganze Weile dauern. Ich laufe schon mal vor zum Venedig. Ja, stimmt. Du brauchst ja immer ein paar Versuche. Was? Nein. Oder wer war das immer, der immer ständig runtergefallen ist? Ja, stimmt, das war Terra, war das. Da ist ein Wissen über der Bibliothek, aber da gehe ich jetzt nicht hin. Okay. Was ist los, Quali? Du ignorierst ein Wissen, das kann nicht gut sein. Ja, ich weiß noch, wie lange ich mit dem anderen Charakter gebraucht habe, das zu kriegen. Das würde die Zeitvorgaben dieser Folge sprengen. Ah, okay. Diesmal habe ich auch keine Motivationsterra, die mir in den Ohren hängt. Du musst dahin springen, 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 mach, mach! So, ich bin in der Bibliothek am Eingang. Ja, ich bin auch gerade drin. Was ist denn hier? Hier sind die Drachen. Hallo? Ihr seid Leute von mir? Kuckuck. Ist die immer hier? Hm? Die Fraktionsvertreterin von den Drachen ist die von immer hier? Von allen sind hier welche. Echt? Wo sind denn die anderen? Irgendwo hier versteckt. Mhm. Hier ist eins der Bücher gewesen, das wir brauchen. Von den Informationen. Hm. Also ganz ehrlich, ich finde, die Bücherei könnten sie ruhig ein bisschen besser behandeln. Ja. Ich meine, hier ist es feucht, es tropft überall, das ist kein Ort, wo man Bücher aufbewahren sollte. Das ist Venedig. Ja, trotzdem. Kult des Ghouls. Puff. Was? Puff? Wo? Ja, muss man Kult des Ghouls anklicken. Ich glaube, hier oben war noch eins. Ich glaube, das war's nicht. Freimaurer. Oder? Vielleicht doch. Ah, doch. Hier. Freimaurer-Symbolik. Die Frage nach Lilith. Oh, nicht die schon wieder. Wo bist du? Ah, da. Erzengel Samael. Tagebücher von Dr. John Dee. Ob die im Asylum gesehen haben? Aber der war kein Doktor. Oh, die muss ich mir auch irgendwann nochmal angucken. Komplett. Oh, der Hexenhammer ist doch hier der Malleus Maleficare. Maleficare. Muss ich hier mal an Blutmagier von Dragon Age denken? Blutmagie. Ja, habe ich immer gemacht, Blutmagie. Dann bist du doch hier auch, oder nicht? Ja, stimmt, da irgendwie schon. Hier war ich schon mal. Such das letzte Buch, Lesrak. Hier ist noch ein Wissen. What? Oh. Hey, das habe ich auch noch nicht. Ja, okay, wen wundert das? Das haben wir gerade schon. Tagebücher habe ich auch schon. Sie verlassen das Missionsgebiet. Nee. Ich glaube, ich hab's. Die Übersetzung des heiligen Nikolaus. Ja. Ich hab's. Das lese ich jetzt nicht. Wo ist er denn? Da. Ja, ich dachte mir, hier sind wir ja gleich am Anfang sehr weit weggestürmt. Ich dachte mir, vielleicht ist hier noch was. Okay. Sehr schön. Zu den Katakomben von San Nicolo al Lido reisen. Was auch immer.
Oh, was ist das? Keine Ahnung. Ist gerade ein Tier gestorben? Es klingt so, als hättest du in deinem Mikrofon irgendwie so eine Fliege eingefangen und die. Nein, bei mir hörte sich das so an, als ob das von dir kam. Das ist schlecht. Vielleicht habe ich in meinem Mikrofon eine Fliege eingefangen. Oder das kam vom Spiel. 2 Stunden später. Vielleicht hat das Spiel in seinem. Hier ist ein Wissen. Okay, hier war lange niemand mehr drin. Meinst du? Spinnenweben. Lieder des Zugangs. Oh Gott. Oh, Noten lesen. Hey. Wer kann Noten lesen von euch? Du? Nein, ich kann keine Noten lesen. Doch, ich kann du bist Noten Musiker. Werte lesen. Das, dafür muss man keine Noten lesen können. Ernsthaft? Nein. Also wenn man es vernünftig machen will, dann schon, aber. Da müssen wir anscheinend hier. Man kann die Flöte hier benutzen. Wahrscheinlich muss man jetzt das spielen, was da steht, hä? Ach, du Hacke. Guck mal, spielen wir einfach mal alle. Wahrscheinlich auch noch die richtige Reihenfolge. Ja. Okay, die G werden immer höher, die Töne. Also müssten das. Du bist ein Genie. Ja, ich hab's ja auch schon mal gemacht. Ja, trotzdem. Das Problem ist, ich kann dieses blöde Fenster jetzt hier nicht mehr ausblenden. Hallo. Welches Fenster? Ah, jetzt. Das Buch. Oh, hier gibt es Vogelkäfige. Ach, holen wir uns einfach C4 und sprengen die Wand auf. Bei mir nicht mal ein Vogel drinne. Guck mal, sie haben es extra für Leute, die keine Noten lesen können, mit hier Bildchen gemacht. Oh, guck mal, Hähnchen. Ich glaube, die kann man auch irgendwie als Pet kriegen, oder? Das wäre voll witzig. So, schnell laufen müssen wir hier, bis wir rechts wieder hier dran stehen, hier drauf stellen. Und dann müssen wir das, was der spielt, wenn er nach vorne geht, rückwärts spielen. Gut, dass ich aufgepasst habe. Diese Statue nämlich gerettet, die macht er nämlich sonst kaputt. Oh, hallo. Na, hat dich die Medusa erwischt? Wenn ihr mal irgendwann dem Lesrak einen Gefallen tun wollt, macht doch mal einen Statuenabdruck von euch und schickt ihn. Na, hast du das Lied gemerkt? Nein. Nein. Ich bin ehrlich. Oh, Frankenstones online.
So, und weiterlaufen. Den Geist des Feuers überwinden. Nicht da reinlaufen, würde ich sagen. Ja. Das könnte wehtun. Habe ich auch das Gefühl. Aber Geist des Feuers klingt halt nach etwas, wo ich draufhauen kann. Nee, 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 nee. Ach so, da vorne konnte man. Ah. Ja, du hast recht, du bist gut. Will ich das? Eigentlich habe ich nur noch eine Möglichkeit zum Rüberspringen gesucht. Muss man jetzt das Feuer löschen. Mit dem Lied des Wassers. So, hier wieder dasselbe, glaube ich. Ah, nee, nee. Keine Ahnung, wie das passieren konnte. Ja, das Feuer hat sich wieder ausgebreitet. Ich hätte nur noch mal einmal mehr spielen müssen. Und unser Erfolg ist weg. Was für ein Erfolg? Hier gibt es einen Erfolg, glaube ich. Oder zumindest kam das gerade bei mir, dass einer weg war. Ja, das kenne ich. Richtung, oder? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Ich folge dem Regenbogen. Folge dem Regenbogen. So, jetzt sind wir das noch mal ein bisschen weiter weg. Ja, gib's ihm. Los. Ach so, ich habe die Flöte nicht ausgerüstet. Schnell. Für mich hat's noch gereicht. Aber es war knapp. Stirb, Höllenteufel. Höllenteufel. Nochmal. Und wieder. Ah, ich bin zu langsam. Muss man mit Villandesch hier reingehen, der lacht da so. Ein bisschen durch. Hast du es geschafft, auszuweichen? Ja, natürlich. Ich bin zurückgegangen. Der agile Lessack. ich bin zurück. Kommt das jetzt auch um die Ecke? Nein. Verschwindet das dann gleich da wieder? Ja, es verschwindet gleich wieder. Dann ist es gleich auf einmal komplett weg. Ah. Und weg. Hast du eigentlich einen Star Wars Film gesehen? Nein. Ich wollte nicht schießen. Wenn man gestorben ist, muss man diese scheiß Flöte immer wieder auf- und ausrüsten. Bei uns in der Nähe, das einzige Kino, was gibt, ist abgebrannt. Wow, wieso das? Silvester kommt doch erst noch. Du Feuergeist. Genau. Gib dir Tiernamen. Was ist denn das?
Prüfung des Wassers. Durch die Kälte der Prüfung des Wassers heilen ihre Wunden nicht und sie regenerieren keine Gesundheit. Darüber hinaus sind Barrieren wirkungslos. Sie können während der Prüfung des Wassers lediglich laufen. Und Flöte spielen. Sag mal, hast du einen neuen Lidschatten aufgelegt? Ich? Nein. Also Eukalypter. Nein. Finde ich irgendwie, unter den Augen sieht es jetzt weiter dunkler aus. Brennt. So. Da ist wieder eine Freundin für dich. Hm? Da hinten, guck. Ich aus, kleine Maus, mach dich nach hinten. Diese Weihnachtslieder, die der Sack hier wieder singt. Anscheinend das Falsche. Nee. Ich würde sagen Feuer. Schon recht gehabt zu haben. War nicht vorher, glaube ich. So, jetzt müssen wir die hier durch das Schild durchziehen. Und dann von den Vögeln attackieren lassen. Wow. Jetzt haben wir wieder was zu tun. Phönizia! Spät mit mir! Gebrüll. Gib mir Tiernamen. Also nicht mir, sondern dem Phönizia. Achso. Ich wollte gerade. Ah, Schrotflinten! Ich wollte gerade sagen Bärchen. Oh, wie süß. Gehören Koalas eigentlich wirklich? Gehören die Koalas eigentlich zur Familie der Bären? Nein. Also normal, einfach nur Beuteltiere. Phönizia! Wissen. Du musst Prioritäten setzen. Ja, deine Priorität ist Wissen. Super, jetzt habe ich den Buff draufgeschmissen. Sind keine Phönizier mehr da. Ach, da kommen welche. Eine Frage habe ich nur. Warum haben wir diese Abkürzung nicht genommen? Tja, weil wir Flöte spielen wollten. Ja, ja, schon klar. Na, du hast ja einfach einen Mund getan. Wer weiß, wo die schon überall war. Wer weiß, wer weiß. Lydia? Lydia. Hi.
Oh. Dafür kriegst du jetzt einen Kopfschuss. Los geht's hier. Ich versuche es. Sie flüchtet. Und hinter der Tür steht Annabelle. Witzig. Oh, du hast es schon gemacht. Oh, der Nikolaus, guck mal. Oh Gott, gruselig. Ja, liebe Kinder, so sieht der Nikolaus wirklich aus. Oh. Oh, Sack voller Winterfreuden. Und was ist drin? Das kann ich nicht sagen, dazu müsste ich jetzt erstmal aufmachen. Orochi Snowboard. Oh, cool. Nein, das ist das. Das wäre schön. Ich habe Winterwürde, Pelz gefütterte Handschuhe rot. Ich habe eine Gletscherbrille und Schuhe gekriegt. Und Geschenke. Geschenke, Geschenke. Das ist eine gruselige Story. Ich wollte letztes Mal im Internet suchen nach Weihnachtslieder. Und das erste Lied, was mir angezeigt wurde, war von Wolfgang Petri, Geschenke. Und das ist wirklich gruselig, das Lied, falls ihr das mal anhören wollt. Also generell ist Wolfgang Petri ja immer gruselig, aber das Lied besonders als Weihnachtslied. Ja, man sollte sich Gedanken machen, weil der Name sagt mir sogar was. Wolfgang Petri? Ja, der Name sagt mir was. Also, und das heißt schon was. Müssen wir jetzt hier die ganze Dreck hier... Komm, nee, ich teleportiere mich zurück nach Agatha. Nee, warte, bis du da bist. Ja, so kann man es auch machen. Ja, und dann haben wir unsere halbe Stunde schon voll. Nein. Würde ich sagen. In der nächsten Folge gibt es dann die nächste spannende Weihnachtsepisode von Lesrak und Eukalypta rennen durch die Secret World ohne Terror. Wird man ganz nostalgisch wie früher, ne? Ja. Männer unter uns. Männergeschichten an Weihnachten. So könnte man die Folge nennen. Ach, Männergeschichten, also, da muss man nicht anfangen. Ja, nächste das alles Folge. Und noch viel mehr beim nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Yeah.